Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wie ihr seht, das ist die Vorlesungsreihe zur Chemie und zwar der achte Teil davon. Und heute werden wir uns um die Enthalpie und Entropie kümmern. Sprich, wenn wir es mal so einfach wollen, um Energie, meist in Form von Wärme und in Anführungszeichen Unordnung und Chaos. Wie gehen wir dabei vor? Naja, zuerst gehen wir in die Enthalpie rein, klären dort dann, was die Exotherm- und Endotherm-Reaktionen sind und unter 1.3 das Kirch-Hoffsche Gesetz. Das möchte ich allerdings nur ganz kurz anreißen, da es quasi impliziert, dass die Enthalpie eine wärmeabhängige Größe ist und die Berechnung dazu ist relativ komplex oder sogar sehr komplex, muss ich gestehen, und für die Praxis eher selten relevant. In Punkt 2 kommen wir dann zur Entropie, ehe wir zu Punkt 3 die freie Enthalpie kommen, und dort müssen wir unterscheiden zwischen Exergon- und Endergon-Reaktion. Okay, das ist der Fahrplan für heute, fangen wir mal an. Und zwar mit der Enthalpie. Wie schon angedeutet, beschreibt diese den Wärmeinhalt eines thermodynamischen Systems. Das heißt, sie ist eine Energiegröße und wird standardmäßig in Joule angegeben. Ihr Kürzel ist das H und sie berechnet sich nach der Formel H ist gleich U plus P mal V, wobei U die innere Energie des Systems ist. Das ist wiederum die Summe aller vorhandenen Energien eines Systems. Und wie man sich vorstellen kann, Energie kann halt wirklich sehr, sehr vielfältig sein. Wärme, Arbeit, Bewegung waren jetzt die wichtigsten, die mir so eingefallen sind. Und alle Energien zusammen ergeben das U. P, das ist der Druck, und V dürfte auch sehr bekannt sein, das Volumen. In der Chemie ist in der Regel nicht die reine Enthalpie, sondern die Änderung der Enthalpie, Delta H, Delta heißt ja immer Änderung, innerhalb einer Reaktion interessant, um zu sehen, ob eine Reaktion erst durch Zugabe von Energie stattfindet oder sie spontan erfolgen kann und dabei energiefrei wird. Im ersten Fall ist die Enthalpie der Produkte größer, im zweiten Fall ist sie niedriger. Achtung! Auch wenn die Enthalpie der Produkte niedriger ist, kann es sein, dass eine gewisse Menge Stadtenergie zugeführt werden muss. Es gibt verschiedene Methoden, die Enthalpieänderungen zu ermitteln. Am geeignetsten und verbreitetsten ist die Ermittlung über die molare Enthalpie Hm, welche in Joule pro Mol angegeben wird. Die Methode ist sehr verbreitet und wird daher in der chemischen Literatur oftmals einfach als Enthalpie H bezeichnet. Gemeint ist dann allerdings immer die Änderung der Reaktionsenthalpie Delta H, manchmal unten noch als Indiz 10R dran, die sich aus der Summe aller molarer Enthalpien der Produkte abzüglich jener der Edukte ermittelt. Als Formel dargestellt können wir also sagen, Delta H ist H der Produkte minus H der Edukte. Die einzelnen Enthalpien und Entropien der Produkte und Edukte lassen sich aus Tafelwerken entnehmen. Und hier habe ich mal jene von Seyenacht verwendet, weil ich einfach finde, dass Seyenacht eine sehr gute Seite für sowas ist. Ich habe euch das auch mal entsprechend hier verlinkt. Da die Enthalpie temperaturabhängig ist, wird standardmäßig Raumtemperatur zugrunde gelegt. Einfach nur, damit wir die Werte dort einfach verwenden können, ohne komplexe Rechnung anzustellen. Damit kommen wir zum ersten Unterpunkt davon, das sind die Exothermreaktionen. Und damit sind Reaktionen gemeint, bei denen Energie frei wird, in der Regel von Licht oder Wärme, hier als Bild dargestellt, die Thermitreaktion. Kennzeichnend für Exothermreaktionen ist, dass die Enthalpie der Produkte kleiner als jene der Edukte sind und dass die Produkte energieärmer sind, das heißt, Delta A ist kleiner 0. Bestes Beispiel ist, wie gesagt, die Thermitreaktion oder anders ausgedrückt, dass aus Eisen-2-Oxid bzw. Eisen-3-Oxid hier in dem Fall und Aluminium wird Eisen hergestellt und da wird halt sehr, sehr viel Energie in Form von Wärme frei. Die Reaktionsformel lautet Fe2O3 plus 2 mal Aluminium reagiert zu Aluminiumoxid, also Al2O3 plus 2 Fe. So, um das mal farbig darzustellen. Wir nehmen aus den Enthalpie-Tabellen die entsprechenden Werte. Das wäre für das Eisenoxid hier minus 824 kJ pro Mol, für Aluminiumoxid 1676 kJ pro Mol, Achtung, beide negativ. Und die Elemente haben der Regel 0, wie ihr gut an Aluminium und Eisen sehen könnt. So, jetzt haben wir alles, damit wir die Enthalpien direkt in die Gleichung einsetzen können, um die Enthalpieänderung Delta H zu ermitteln.
Allerdings, was wir beachten müssen, ist, dass, wie ich schon angedeutet habe, es sich um molare Enthalpien handelt. Daher müssen diese noch mit den Faktoren laut der Reaktionsgleichung multipliziert werden, da jedes Mol des entsprechenden Stoffs die entsprechende Enthalpiemenge enthält. So, das ist unsere Formel. Und ihr seht aus der Reaktionsgleichung oben, wir haben 2-mal Fe, also muss da eine 2 davor. Und wir brauchen auch 2-mal Aluminium, also da eine 2 davor. Macht hier allerdings keinen Unterschied, weil die beiden sind ja dann mal 0, was dann 0 ergibt. Setzen wir das alles ein, erhalten wir für Delta H ist gleich, Klammer auf, minus 1676 Kilojoule pro Mol, plus 2 mal 0 Kilojoule pro Mol, Klammer zu, minus, Klammer auf, minus 824 Kilojoule pro Mol, plus 2 mal 0 Kilojoule pro Mol, Klammer zu. Rechnen wir uns mal die einzelnen Klammern aus, kommt am Ende raus, minus 1676 Kilojoule pro Mol, plus 824 Kilojoule pro Mol, da Minus mal Minus Plus ist. Ja, die rechnen wir zusammen und kommen auf ein Delta H von minus 852 Kilojoule pro Mol. Das Gegenteil zu den exothermen Reaktionen sind die endothermen Reaktionen. Das sind halt jene Reaktionen, bei denen Energie benötigt bzw. zugeführt werden muss, damit diese stattfinden. Die Enthalpien der Produkte sind hierbei größer als jene der Edukte. Und die Produkte sind energiereicher. Delta H ist also größer 0. Beispiel: Durch Zuführung von Hitze zerfällt Kalk, also Calciumcarbonat, zu Calciumoxid und Kohlenstoffdioxid. Als Reaktionsformel: CaCO3 reagiert zu CaO plus CO2. Wir schauen wieder ins Tafelwerk oder hier in meinem Fall auf Sayernacht und entnehmen die Werte fürs Calcium. Carbonat wäre die Enthalpie hier minus 1207 Kilojoule pro Mol, für das Calciumoxid minus 635 Kilojoule pro Mol und für CO2 minus 393 Kilojoule pro Mol. Kleiner Hinweis an der Stelle vielleicht noch: wie ihr der Tabellen entnehmen könnt, sind halt meistens nicht alle Stoffe angegeben. Was daran liegt, es wird oftmals unterstellt, man kann sich die selber ausrechnen, weil quasi von allen Elementen und so weiter ist sie bekannt. Und wenn man jetzt eine Reaktionsgleichung aufstellt und hat hier ein Delta H raus, ist das der Wert, den man für die Unbekannte ne nehmen kann. Das heißt, wenn man ein Produkt gef oder Edukt gefragt ist, für den man keinen Wert hat, dann muss man sich eine Reaktion suchen, bei der man nur dieses als Unbekanntes hat und die Energieänderung, die dort stattfindet, die kann man dann als Delta H, das heißt hier in dem Fall dann nur als H für den jeweiligen Stoff einsetzen. Ich habe keine solchen Aufgaben reingenommen, weil das sehr, sehr weit führen kann. Ich hatte mir einen überlegt, aber da war ich dann schon bei fünf weiteren Reaktionsgleichungen, die ich betrachten musste. Das fand ich dann einfach ein bisschen zu unnötig, weil ich euch zutraue, dass, wenn ihr das Prinzip versteht, ihr durchaus in der Lage seid, Addition und Subtraktion zu betreiben. Okay, zurück zur Übungsaufgabe. Wir haben jetzt wieder die ganzen Enthalpien uns rausgesucht. Das heißt, wir können die wieder in die Gleichung einsetzen, um Delta H zu ermitteln. Das heißt, hier in dem Fall wieder mal Produkte minus Edukte, also CO2 plus CaO minus CaCO3. Das heißt also minus 393 Kilojoule pro Mol plus minus 635 Kilojoule pro Mol minus minus 1207 Kilojoule pro Mol. Das heißt also minus 393 Kilojoule pro Mol minus 635 Kilojoule pro Mol plus 1207 Kilojoule pro Mol. Und das ergibt 179 Kilojoule pro Mol. Also eine endotherme Reaktion. Man muss der Energie zuführen. So, das war die kurze Vorstellung. Jetzt wie immer eine kleine Übung, damit ihr das festigen könnt. Ganz einfach ausgedrückt, ich habe euch hier mal vier Reaktionen gegeben. Und die Aufgabe lautet, mal diese Reaktion stöchiometrisch korrekt auszugleichen, das ist ja die Voraussetzung, sich die Enthalpien aus den Tabellen herauszusuchen und mit denen dann Delta H zu berechnen. Ich gehe natürlich an der Stelle schon wieder weiter. Ihr pausiert bitte hier das Video und versucht die Aufgaben zu lösen. Dann vergleichen wir und wie immer wünsche ich natürlich gutes Gelingen und viel Erfolg. Okay, kommen wir zur ersten von vier Lösungsführungen, die ich benötige. Aufgabe 1 war: Über katalytische Dehydrierung wird das Ethan, Ethen und Wasserstoff synthetisiert.
also CH3CH3 oder C2H6, reagiert zu CH2CH2 oder C2H4 plus H2. Gut, H von Ethan ist minus 85 kJ pro Mol, H von Ethen ist plus 52 kJ pro Mol und H, die Enthalpie von Wasserstoff, ist 0 kJ pro Mol. Da setzen wir unsere Formel ein. Stöchiometrie brauchen wir hier nicht, ist alles ausgeglichen. Da kommen wir dann auf, Klammer auf, 52 kJ pro Mol plus 0 kJ pro Mol, Klammer zu, minus, Klammer auf, minus 85 kJ pro Mol, Klammer zu. Ist also dasselbe wie 52 kJ pro Mol plus 85 kJ pro Mol. Das macht 137 kJ pro Mol und ist damit eine endotherme Reaktion. Quasi Energie ist ein Teil des Ausgangsstoffes, wenn wir so möchten. Okay, zweitens. Eisen verbrennt vollständig zu Eisentrioxid. Das heißt, Fe plus O2 reagiert zu Fe2O3. Das muss man noch ausgleichen. Dann kommen wir auf 4 mal Eisen plus 3 Sauerstoffmoleküle, reagieren zu 2 mal Eisentrioxid. Enthalpien haben wir uns auch wieder rausgesucht. Für Eisen ist 0, für Wasser, für Sauerstoff ist auch 0 und für das Eisen Fe2O3, also für das Eisentrioxid, minus 824 kJ pro Mol. Das setzen wir in unsere Gleichung ein, noch mit den stöchiometrischen Faktoren davor natürlich, und kommen dann auf, Klammer auf, 2 mal minus 824 kJ pro Mol, Klammer zu, minus, Klammer auf, 4 mal 0 kJ pro Mol, plus 3 mal 0 kJ pro Mol, Klammer zu, ergibt also minus 1648 kJ pro Mol, minus 0 kJ pro Mol, ist natürlich nach wie vor minus 1648 kJ pro Mol und damit eine exotherme Reaktion, sogar eine sehr exotherme Reaktion, wie eigentlich fast alle Verbrennungen. Fällt gerade, glaube ich, sogar, doch es gibt eine einzige, die es nicht ist, das liegt aber an der Katalyse. Also alle Verbrennungen, die wirklich auch mit richtigen Verbrennen zu tun haben, nicht nur Oxidation im chemischen Sinne, sind immer exotherm und Oxidationen sind tendenziell fast immer exotherm. Okay, drittens. Die Stickstoffmonoxid, das Lachgas, verbrennt zu Stickstoffdioxid. Chemisch ausgedrückt, N2O plus O2 reagiert zu NO2. Das ist natürlich nicht ausgeglichen. Gleichen es aus, kommen wir auf 2N2O plus 3O2 reagiert zu 4NO2. So, zoomen wir uns die Enthalpien raus. Da haben wir für die Stickstoffmonoxid plus 82 kJ pro Mol. Die Enthalpie für Sauerstoff ist 0 und die Enthalpie für NO2, also Stickstoffdioxid, ist 33 kJ pro Mol. Das setzt unsere Gleichung ein mit den stöchiometrischen Faktoren davor und kommt damit auf, Klammer auf, 4 mal 33 kJ pro Mol, Klammer zu, minus, Klammer auf, 2 mal 82 kJ pro Mol plus 3 mal 0 kJ pro Mol. Das ergibt 132 kJ pro Mol minus 164 kJ pro Mol. Macht insgesamt eine Enthalpieänderung von minus 32 kJ pro Mol, das ist kleiner 0 und damit eine exotherme Reaktion. Viertens, mittels Photosynthese produzieren Pflanzen aus Kohlenstoffdioxid und Wasser, Zucker, Glucose, wobei Sauerstoff frei wird. Warum habe ich extra Glucose hingeschrieben? Werden natürlich noch haufenweise andere Sachen hergestellt, aber das ist der einfachste Weg. Chemisch bedeutet das, CO2 plus H2O reagiert zu C6H12O6 plus O2. Das müssen wir noch ausgleichen und kommen dann auf 6CO2 plus 6 mal Wasser, reagiert zu Glucose plus 6 mal Sauerstoff. Die Enthalpien können wir uns raussuchen. CO2 hat eine von minus 393 kJ pro Mol, Wasser hat minus 286 kJ pro Mol. Achtung, man muss hier H2O Liquid, also L, flüssig wählen. Einfach, weil es natürlich nicht gasförmig vorliegt oder S für Solid, sondern Wasser ist ja in Pflanzen flüssig. Für Glucose, Zucker haben wir minus 1260 kJ pro Mol und für den Sauerstoff 0 kJ pro Mol. Setzen wir jetzt die Formel ein mit den stöchiometrischen Faktoren, kommen wir auf, Klammer auf, minus 1260 kJ pro Mol plus 6 mal 0 kJ pro Mol, Klammer zu, minus, Klammer auf, 6 mal minus 393 kJ pro Mol plus 6 mal minus 286 kJ pro Mol.
Das ergibt dann minus 1200 Kilojoule pro Mol, minus, Klammer auf, minus 2358 Kilojoule pro Mol, minus 1716 Kilojoule pro Mol, Klammer zu. Lösen wir die Klammer auf, kommen wir auf minus 1260 Kilojoule pro Mol plus 4074 Kilojoule pro Mol, ergibt 2814 Kilojoule pro Mol. Es ist also eine endotherme Reaktion und braucht standardmäßig recht viel Energie. Gut. So viel zur ganz normalen Enthalpie. Dazu machen wir jetzt nur noch das Kirchhoffsche Gesetz. Denn wie schon erwähnt, ist die Enthalpie eine temperaturabhängige Größe und die einzelnen Enthalpien der Stoffe sind in der Regel bei Standardwerten ermittelt worden, auch wie hier in dem Fall. Das bedeutet, bei anderen Temperaturen als Raumtemperatur müssen die ermittelten Ergebnisse noch mit der Temperaturdifferenz berücksichtigt werden. Wie gesagt, das machen wir jetzt nur ganz grob theoretisch ohne eine Rechnung, weil es schwer ist. Da hat sich der Herr Kirchhoff einen klugen Gedanken gemacht und das Kirchhoffsche Gesetz ist entstanden. Und zwar, indem die Temperaturänderungen mit den spezifischen Wärmekapazitäten Cp der beteiligten Stoffe multipliziert werden, wobei deren Produkt mit dem Integral der Standardtemperatur und der tatsächlichen Temperatur errechnet werden muss. Das heißt, der Delta H der anzustrebenden Temperatur ist Delta H der Temperatur bei Raumtemperatur in der Regel, also das, wo wir ermittelt haben, plus das Integral zwischen diesen beiden Temperaturen von Cp, der Wärmekapazität, mal dt, also mal der Ableitung nach t. Wie gesagt, die Berechnung ist extrem aufwendig, in der Praxis in der Regel eher irrelevant, weshalb ich das hier sein lassen möchte, weil wir müssen uns sonst für c mal dt die ganze Formel raussuchen und dann nach t ableiten. Das wird echt ewig lang. Deswegen machen wir das Schöneren weiter mit der Entropie und bleiben damit eher im praktisch interessanten Bereich. Die Entropie hat das Kürzel S und beschreibt, wie hoch die Unkenntnis über den aktuellen Zustand aller einzelnen Teilchen in einem System ist. Das sagt man relativ simpel, ist ein Maß für die Unordnung in einem System. Ist halt relativ, weil Unordnung nicht wirklich definiert ist. Allerdings, wenn man sich Kristallgitter vorstellt, ein regelmäßiges Kristallgitter, wie hier der Eiswürfel, ist natürlich relativ ordentlich. Während Wasser, die Wassermoleküle, also ein Haufen anderer Stoffe gelöst. Sie können sich frei bewegen, es ist also in Anführungszeichen eher unordentlich. Genau, anders begründet kann man sagen, vom Eiskristall, der Zustand der einzelnen Teilchen ist relativ bekannt, halt das Gitter, und bei flüssigem Wasser, die Moleküle des Wassers, sind nicht regelmäßig angeordnet und damit ist deren aktueller Zustand unbekannt. Das heißt, die Entropie von Wasser ist größer als die Entropie von Eis. Entropie kann auch als Maß dafür verstanden werden, wie viel Information notwendig wären, um von dem aktuellen Zustand in einen idealen Bekannten zu wechseln. Und grundsätzlich gilt, thermodynamisch streben alle Verbindungen einer möglichst großen Entropie und damit energiearmen Zuständen entgegen. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt angenommen einen Glasbehälter mit einer Trennwand in der Mitte, das ist hier dargestellt. Und auf der linken Seite haben wir nur CO2 eingefüllt und in der rechten nur Sauerstoff. Wir haben also hier zwei getrennte Systeme, die für sich genommen eine hohe Entropie haben, da jedes Molekül sich ideal im Raum verteilt aufhält und nicht gesagt werden kann, wo es sich befindet, welchen Zustand es hat. Jetzt entfernen wir mal die Trennscheibe. Auf einmal haben wir nicht mehr zwei Systeme, sondern nur noch ein einziges. Das heißt, aus zwei getrennten Systemen mit hoher Entropie ist jetzt ein System mit verhältnismäßig niedriger Entropie geworden, da in dem Moment, wo wir die Scheibe entfernen, klar ist, dass sich auf der linken Seite ausschließlich CO2 und auf der rechten ausschließlich Sauerstoff befindet. Da jedes System nach hoher Entropie strebt, wird es so lange zur Vermischung von CO2 und O2 kommen, bis sich diese ideal im Raum, also im gesamten System, verteilt haben. Hier sehen wir auch, dass Diffusion eine Folge vom Bestreben nach hoher Entropie ist und somit wieder eine hohe Entropie vorherrscht. Das Beispiel kann man sehr gut sehen, wenn man zum Beispiel lüftet oder aber wenn man eine Wanne mit kaltem Wasser hat und füllt Heißes ein, dann wird sich die Temperatur entsprechend auch angleichen. Und all das ist Bestreben nach Entropie, also nach hoher Entropie. Grundsätzlich gilt, umso höher die Temperatur ist, desto größer ist die Entropie.
Beim absoluten Nullpunkt, das sind 0 Kelvin oder in Grad Celsius, minus 273,15 Grad Celsius, da beträgt die Entropie 0 Joule pro Mol Kelvin für alles. Die Entropieänderung Delta S einer Reaktion ergibt sich aus der Summe aller Entropien der Produkte abzüglich jener der Edukte, ist also mit der Enthalpie durchaus vergleichbar. In den meisten Werken wird die Entropie mit Joule pro Mol mal Kelvin angegeben, das ist auch richtig, aber für weitere chemische Berechnungen, wie wir sie machen möchten und müssen, ist es sinnvoll, diese gleichen Kilojoule pro Mol mal Kelvin umzurechnen, also das, was wir finden, durch 1000 zu teilen. Machen wir hier mit dem Beispiel weiter, was wir mit der Enthalpie hatten, unsere Thermitreaktion. Jetzt gehen wir wieder in die Tabellen rein, nehmen allerdings natürlich diesmal die Werte der Entropie und nicht der Enthalpie. Und für Fe2O3 sind das 0,087 Kilojoule pro Mol Kelvin. Für Aluminium 0,028 Kilojoule pro Mol Kelvin. Für Al2O3 0,051 Kilojoule pro Mol Kelvin. Und fürs Eisen 0,027 Kilojoule pro Mol Kelvin. Wir setzen die dann natürlich in die Gleichung ein. Aber auch hier müssen wir bedenken, das sind ja technisch gesehen molare Entropien, also müssen wir die noch mit den einzelnen Faktoren multiplizieren. Machen wir das, kommen wir auf Delta S ist gleich Klammer auf 0,051 Kilojoule pro Mol Kelvin plus 2 mal 0,027 Kilojoule pro Mol Kelvin, Klammer zu, minus Klammer auf 0,087 Kilojoule pro Mol Kelvin plus 2 mal 0,028 Kilojoule pro Mol Kelvin, Klammer zu. Lösen wir die Klammern auf, kommen wir auf 0,105 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus 0,143 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Hier fehlt das mal Kelvin, Verzeihung. Und wir kommen auf minus 0,038 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Um das zu üben, ja, habe ich mir wieder Übung ausgedacht. Ihr erkennt das wieder. Es sind genau dieselben Reaktionen, wie wir sie gerade hatten. Und jetzt sollt ihr halt nicht die Enthalpieänderung Delta H, sondern die Änderung der Entropie Delta S berechnen. Wie immer, an der Stelle ist ratsam zu pausieren, weil ich gleich zur Lösung springe und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung, auch wieder mit 4 Folien. Reaktion lese ich jetzt nicht nochmal vor, ist denke ich bekannt. Aber um zu den Entropien zu kommen, für Ethan haben wir 0,23 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Für das Ethen 0,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin und für Wasserstoff 0,131 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Grundsätzlich gilt, feste Stoffe haben eine niedrige Entropie, da ja, ein festes Gitter halt immer relativ bekannt ist, Anführungszeichen, oder ordentlich. Flüssige haben meist eine höhere und Gase fast immer eigentlich eine höhere, einfach begründet damit, dass natürlich die Moleküle frei verteilt vorliegen und ein genauer Ort sich schwer beschreiben lässt. Das setzen wir jetzt unsere Entropiegleichung ein und kommen auf, Klammer auf, 0,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 0,131 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu, minus Klammer auf, 0,23 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu. Sind dann also 0,351 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus 0,23 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Ergibt 0,121 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. So, zweitens, das war, dass unser Eisen hier verbrennt und die Entropie, die Standardentropie für Eisen ist 0,027 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Für Sauerstoff 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin und für das Eisentrioxid 0,087 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Das setzen wir entweder in die Gleichung ein, denken dabei an die Faktoren, die wir hier auch noch berücksichtigen müssen und kommen auf, Klammer auf, 2 mal 0,087 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu, minus Klammer auf, 4 mal 0,027 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 3 mal 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu. Lösen wir die Klammern wieder auf, kommen wir auf 0,174 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, minus 0,723 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Zusammengerechnet also minus 0,49 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Drittens,
Wir fahren ein Auto mit Lachgas. Okay, anders ausgedrückt, wir verbrennen ein bisschen Lachgas. Und N2O, unser Dichtstickstoffmonoxid, unser Lachgas, hat eine Standardentropie von 0,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, von Sauerstoff 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin und von Stickstoffdioxid, NO2, 0,24 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Wieder eingesetzt unter Beachtung unserer Faktoren. Kommen wir auf, Klammer auf, 4 mal 0,24 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu, minus Klammer auf 2 mal 0,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 3 mal 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu. Lösen wir die Klammern auf, ergibt sich 0,96 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus 1,055 Kilojoule pro Mol mal Kelvin ergibt minus 0,095 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Und last but not least unsere Photosynthese hier. Die Entropie von CO2 ist 0,214 Kilojoule pro Mol Kelvin, von H2O, also Wasser, 0,07 Kilojoule pro Mol Kelvin, von Glucose 0,289 Kilojoule pro Mol Kelvin und von Sauerstoff 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Wieder mit den Faktoren in die Gleichung eingesetzt, kommen wir auf, Klammer auf, 0,289 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 6 mal 0,205 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu, minus 6 mal 0,214 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 6 mal 0,07 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, Klammer zu. Okay, das ergibt dann erst einmal 1,519 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus, Klammer auf, 1,284 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 0,42 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Kommen wir auf 1519 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus 1704 Kilojoule pro Mol mal Kelvin und ergibt eine Entropieänderung von minus 0,185 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Damit kommen wir zum letzten Thema, der freien Enthalpie. Klingt sehr ähnlich wie die Enthalpie, ist aber deutlich ausführlicher. Ihr Formelzeichen ist G und sie beschreibt, ob Reaktionen thermodynamisch günstig sind und damit, wie schnell sie ablaufen und wo das Gleichgewicht der Reaktion liegt und damit wiederum, ob sie überhaupt spontan ablaufen können. Reaktionen, deren Gleichgewicht stark auf Seiten der Produkte liegt, haben eine negative freie Enthalpie und werden exergone Reaktionen genannt. Das Gegenteil sind endergone Reaktionen, wo es gleichwohl stark auf Seiten der Edukte liegt. Ist die Hinreaktion exergon? Ist die Rückreaktion automatisch endergon? Logischerweise unterstellen wir eine Gleichgewichtsreaktion, also dass eine Reaktion in eine Richtung funktioniert und automatisch wieder zurück und dass sich irgendwo dazwischen ein Gleichgewicht zwischen Ausgangsstoffen und Endprodukten einstellt, dann ist es klar, dass es sich nur an 100% annähern kann. Ausnahme ist, wenn die gebildeten Produkte kinetisch stabil sind, also Bindungen vorherrschen, welche Rückreaktion verhindern oder stark verlangsamen. Das ist meist, wenn wirklich komplexe Bildungen entstehen und oder irgendwelche katalytischen Sachen vorhanden sind, also Katalysatoren oder spezielle Umgebungsbedingungen. Die Änderung der freien Enthalpie ermittelt sich nach folgender Formel: Delta G ist gleich Delta H minus T mal Delta S, also in Worten ausgedrückt, die Änderung der freien Enthalpie ist die Änderung der Enthalpie minus die Temperatur mal Änderung der Entropie. Aus der Formel ergibt sich, dass Reaktionen spontan ablaufen, also Delta G kleiner 0 ist. Umso niedriger die Enthalpieänderung und umso höher die Temperatur und die Änderung der Entropie ist. Ist Delta H kleiner T mal Delta S, dann ist Delta G natürlich kleiner 0 und die Reaktion wird nach Start selbst ablaufen, bis sich ein chemisches Gleichgewicht einstellt. Normalerweise, es kann auch manchmal sein, dass trotzdem noch eine Startenergie notwendig wird. Bei Berechnung der freien Enthalpieänderung muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur in Kelvin eingesetzt wird. Also müssen wir immer schön rechnen, weil 1 Grad, oder also stimmt gar nicht, das heißt gerade 1 Kelvin ist gleich Temperatur in Grad Celsius plus 273,15. Weil Celsius definiert ist mit 0 ist gleich der Punkt, wo Wasser gefriert.
Und Kelvin definiert ist mit der Punkt, also 0 Kelvin definiert ist mit der Punkt, wo es nicht kälter werden kann. Und diese Differenz müssen wir quasi mathematisch ausgleichen. Alle Reaktionen laufen in dieser Vorlesung unter Standardbedingungen ab, also Raumtemperatur bei 25 Grad Celsius, also 298,15 Kelvin. Habe ich gleich mal ausgerechnet, damit wir damit rechnen können. Damit kommen wir zu den Hexagonreaktionen. Das sind halt alle Reaktionen, bei denen die Änderung der freien Enthalpie kleiner 0 ist. Diese laufen normalerweise spontan ab. Manchmal wird halt ein bisschen Startenergie benötigt. Und sobald die dann spätestens zugeführt wurde, läuft die Reaktion ab, bis sich das chemische Gleichgewicht eingestellt hat. Es gibt zwei wichtige thermodynamische Prinzipien, die das hervorrufen. Das erste ist das Prinzip des Energieminimums. Verbindungen mit niedriger Energie, also einen kleinen Delta H, werden bevorzugt. Daraus folgt, viel Energie wird abgegeben, Produkte sind energiearm. Und zweitens, Prinzip des Entropiemaximums. Verbindungen mit hoher Entropie, also großes Delta S, werden bevorzugt, zum Beispiel Gase. Man kann jetzt also sagen, das Universum strebt nach Unordnung, Chaos und Energiearmut. Tatsächlich ist es natürlich ein bisschen übertrieben, aber wirklich physikalisch betrachtet ist es auch so, in unglaublich langer Zeit wird das Universum, zumindest nach aktuellen Thesen, irgendwann mal ausgekühlt sein. Es wird keine ernsthaften Verbindungen mehr geben, alles wird energiearm sein und die Entropie wird quasi null sein. Was Widerspruch ist irgendwie zum Entropie-Maximum, weil es ja eigentlich bei 0 gleich mit 0 definiert ist, aber okay, sei es drum. Strukturell wird es dann entropisch sein auf jeden Fall. So, wir machen mit unserem altbekannten Beispiel weiter, der Thermitreaktion. Die Enthalpieänderung und Entropieänderung haben wir bereits berechnet. Damit kennen wir alle Variablen. Delta H war minus 852 Kilojoule pro Mol. Die Temperatur ist 298,15 Kelvin. Und Delta S ist minus 0,038 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Das setzen wir in unsere schöne Formel hier ein und kommen auf minus 852 Kilojoule pro Mol minus 298,15 Kelvin mal minus 0,038 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Achtung, Produktregel beachten, erst das Mal rechnen, ehe man hier etwas abzieht. Damit kommen wir auf minus 852 Kilojoule pro Mol plus 11,33 Kilojoule pro Mol. Ergibt eine Änderung der freien Enthalpie von minus 840,67 Kilojoule pro Mol. Das ist kleiner 0, damit wird die Reaktion spontan ablaufen und ist somit eine hexagone Reaktion. Ja, endergone Reaktion könnte ich jetzt einfach machen, sage, schau dich die exergone Reaktion an und stell das Gegenteil vor. Ist quasi auch natürlich richtig. Der Energie muss größer als 0 sein. Sie laufen nicht spontan ab, sodass man Energie hinzuführen muss, damit die Reaktion stattfindet. Und unsere zwei Prinzipien, die wir haben, Energieminimum, Entropiemaximum, wirken natürlich endergonen Reaktionen entgegen. Und schauen wir uns ein Beispiel an, dass wir durch Zuführung von Hitze Kalk zu Calciumoxid und Kohlendioxid umsetzen. Müssen wir erst einmal, weil wir es noch nicht gemacht haben, die Entropie berechnen. Aus Entropietabellen habe ich genommen für Calciumcarbonat 0,093 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, für Calciumoxid 0,04 Kilojoule pro Mol mal Kelvin und für CO2 0,214 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Das setzen wir in unsere Entropiegleichung ein. Faktoren brauchen wir nicht beachten, es gibt hier keine. Können also direkt einsetzen 0,214 Kilojoule pro Mol mal Kelvin plus 0,04 Kilojoule pro Mol mal Kelvin minus 0,093 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Alles zusammengerechnet haben wir eine Entropieänderung von 0,161 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Damit haben wir das letzte fehlende Puzzleteil berechnet. Jetzt haben wir nämlich unser Delta S. Delta habe ich abgepinnt, das waren 179 Kilojoule pro Mol und die Temperatur ist mit 298,15 Kelvin festgelegt worden. Wir setzen das unsere Formel für die freie Enthalpie ein und bekommen für diese heraus 179 Kilojoule pro Mol minus 298,15 Kelvin mal 0,161 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Ergibt 179 Kilojoule pro Mol minus 48 Kilojoule pro Mol, macht
131 kJ pro Mol als freie Enthalpie. Das ist größer Null, damit wird die Reaktion nicht spontan ablaufen und ist damit eine endergone Reaktion. So, jetzt seid ihr gefragt, die freie Enthalpie zu berechnen. Und zwar machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, mit bei unseren vier Reaktionen. Natürlich dürft ihr sehr gerne Delta H und Delta S, was ihr schon berechnet habt, aus euren Aufzeichnungen nehmen und damit weiterrechnen. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Wer möchte, darf natürlich. Aber es muss nicht sein. Ich springe natürlich wieder zur Lösung und hoffe, ihr kommt mit den gegebenen Sachen klar. Denkt dran, wir rechnen mit 298,15 Kelvin. Und bitte sagt noch bei jeder Reaktion dazu, ob es eine hexagone oder endergone Reaktion ist. Okay, kommen wir zur Lösung. Wieder unsere Reaktion, wo wir hier mit Ethan, Ethen und Wasserstoff synthetisieren. Die Werte habe ich abgepinnt, wie ich euch auch geraten habe. Wir setzen das unsere Form für die freie Enthalpie und kommen auf 137 kJ pro Mol minus 298,15 Kelvin mal 0,121 kJ pro Mol bei Kelvin ist also 137 kJ pro Mol minus 36,08 kJ pro Mol ergibt 100,92 kJ pro Mol, das ist größer 0 und damit eine endergone Reaktion, die nicht von selber stattfinden wird. Das gleiche Vorgehen machen wir jetzt hier bei der Verbrennung von Eisen. Werte habe ich wieder übernommen und die setzen wir ganz simpel die Formel ein. Haben dann hier stehen minus 1648 kJ pro Mol, minus 298,15 Kelvin mal minus 0,549 kJ pro Mol mal Kelvin. Ergibt minus 1648 kJ pro Mol plus 163,68 kJ pro Mol. Ergibt eine freie Enthalpieänderung von minus 1484,32 kJ pro Mol und ist damit kleiner 0 und eine hexagone Reaktion, die normalerweise selbstständig stattfinden wird. Drittens, wir verbrennen Lachgas. Auch hier setzen wir die Werte, die wir jetzt errechnet haben, in unsere Formel ein, kommen auf minus 32 kJ pro Mol, minus 298,15 Kelvin, mal minus 0,095 kJ pro Mol und Kelvin, ergibt also minus 32 kJ pro Mol plus 28,32 kJ pro Mol, ergibt minus 3,68 kJ pro Mol und ist damit gerade so eine hexagone Reaktion. Ja, last but not least, unsere Photosynthese, bei der Glucose entsteht. Setzen wir die errechneten Werte ein, kommen wir für Delta G auf 2814 kJ pro Mol, minus 298,51 Kelvin mal minus 0,185 kJ pro Mol mal Kelvin, sind also 2814 kJ pro Mol plus 55,16 kJ pro Mol macht 2869,16 kJ pro Mol und ist damit eine endergone Reaktion, die eigentlich nicht selbst stattfindet, ohne dass Energie zugeführt wird. Okay, damit sind wir mit dem Thema durch, mit Enthalpie und Entropie. Man könnte natürlich auch sagen, mit der chemischen Kalorik. Finde es immer ein bisschen unangenehm, physikalische Begriffe in der Chemie zu verwenden, aber quasi ist natürlich die Berechnung von Energie der Kalorik unterworfen. Allerdings gibt es halt auch die verschiedensten Energien, Arbeit, ne? Ist eher Mechanik. Ich hoffe, es war für euch interessant, lehrreich, hat euch weitergeholfen. Ich würde mich natürlich über jede gute Bewertung freuen, über jedes Lob, leider auch über jede Kritik, denn wenn ich weiß, was ich besser machen kann, dann kann ich es erst besser machen, ne? Und ansonsten freue ich mich natürlich, euch bei den nächsten Vorlesungen wiederzusehen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, habt eine schöne Zeit, man hört sich. Tschüss!